Denn es hat verschiedene Dimensionen, das Ganze. Ich beschränke mich jetzt auf eine. Man könnte doch mal darüber nachdenken, ob es nicht klug wäre, in der demokratischen Republik, wir leben in einer Republik und sie ist demokratisch, es ist eine demokratische Republik, Herr Wild. Das ist sie auch noch. Auch das stimmt. Wobei manche wissen nicht genau, was das ist und ob es das überhaupt gibt. Also man könnte noch mal drüber nachdenken, ob in einer demokratischen Gesellschaft es angemessen ist, in so prinzipieller Weise, und die Anregung würde ich geben, darüber nachzudenken, in so prinzipieller Weise Koalitionen auszuschließen. Eigentlich könnte man der Auffassung sein, dass Politik dazu dient, die Menschen zusammenzuführen und Schnittmengen zu suchen im Interesse des Gemeinwohls. Und ich lade Sie ein, gerade Frau Oldenburg, jetzt wird es ein bisschen halbpathetisch, aber ich möchte es nicht übertreiben, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, ja, darüber nachzudenken, ob die Unfähigkeit, Koalitionen zu bilden, aufgrund solcher Sachfragen, nicht am Ende auch ein Beitrag dazu waren, Menschen den Weg zu bereiten oder ihnen jedenfalls nicht entgegenzutreten. Ich darf mal an Sozialfaschismus-Thesen erinnern und so weiter. Also ob das nicht auch ein Beitrag dazu sein kann, die Demokratie an die Grenzen und darüber hinaus zu bringen. Mir ist vollkommen klar, sehr geehrte Frau Oldenburg, mir ist vollkommen klar, dass man sich bei Ihnen im historischen Zweifel auf alles verlassen könnte. Ja? Dass Sie dann Ihre Rede, die Sie hier gehalten haben, nicht im Ernstfall nicht ernst nehmen würden. Nee, da bin ich mir sicher, dass Sie da Ihrer historischen Verantwortung nachkommen würden. Aber gerade weil wir so eine Geschichte haben, würde ich sagen, spricht vieles dafür, demokratische Parteien grundsätzlich für koalitionsfähig zu halten, wenn die Menschen es denn miteinander hinbekommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus